Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Torchlight mit mir, Sikax, Dante und Jo. Wir sind hier, wo wir aufgehört haben, auf dieser Brücke und sehen direkt ein paar Skelette. Jo, direkt vorneweg, bevor ich es vergesse, direkt erstmal ein bisschen aufklären über die jetzige Situation, zumindest jetzt im Sinne von meiner jetzigen Situation. Das ist natürlich jetzt nicht dann hochgeladen, wann ich es jetzt auch heute aufnehme. Heute haben wir Sonntag, Sonntag, den, ich glaube, 17. Ja, 17. April. Und ich habe auch mehrere Bulletins schon gepostet. Ich hatte ja eigentlich vor, in den Ferien eine Menge zu Let's Playen. Im Sinn von mit Riven zusammen Rainbow Six Vegas 2 und so weiter. Und deshalb brauchte ich Windows 7, weil es sonst nicht möglich wäre, gleichzeitig meine Stimme als auch die Stimme der anderen aufzunehmen und den Ingame-Sound, ohne dass sie sich dann halt selber hören würden, wenn ich jetzt kein Windows 7 hätte, weil ich es mit diesem Stereo-Mix mache im Moment noch. Das Problem war ganz einfach, ich habe seit letztem Mittwoch daran gesessen, irgendwie Windows 7 drauf zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wieso das jetzt nicht funktioniert hat. Ich habe es mit meiner externen versucht, mit meiner externen Festplatte. Ich habe versucht, eine andere externe Festplatte bootbar zu machen, habe einen USB-Stick versucht, habe es mit DVD versucht, ich habe so viel versucht, dass es klappt, aber es hat bisher immer noch nicht hingehauen. Ich habe, mein Pack ist voll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bestimmt schon 15 Stunden lang daran gesessen, das irgendwie hinzukriegen. Aber bisher hat sich da noch gar nichts ergeben, was ich ein bisschen schade finde. Moment, den packe ich hier hin. Und den packe ich hier hin. Auf jeden Fall tut's mir leid. Ich hatte euch dann ja auch im Bulletin geschrieben, dass ich, bis ich Windows 7 habe, nichts mehr hochladen werde. Weil mir das dann ein bisschen zu viel Stress noch ist. Ich bin die Tage wirklich ziemlich komisch drauf. Ich weiß selbst nicht, ich bin ein bisschen... Mir geht alles so ein bisschen am Arsch vorbei. Ich habe keinen Bock auf gar nichts. Weiß auch nicht genau, was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Und ist irgendwie ganz komisch im Moment. Ich habe jetzt ganz einfach, weil ich gerade echt so die Langeweile schlechthin habe, weil mir gerade echt gar nichts mehr Spaß macht, habe ich mich jetzt auch nochmal entschieden dazu, noch einen Torchlight teilzumachen. Weil wenn ich eh die Zeit habe, dann kann ich auch gleich noch ein bisschen rendern dabei, das ist es ja nicht. Ja, auf jeden Fall, es ist jetzt so, dass ich hoffentlich, also ich kann es nicht zu 100% sagen, am Dienstag jetzt, also übermorgen, von meinem Bruder eine Windows 7 CD bekomme, also eine Windows 7 DVD. Die er dann komplett richtig gebrannt hat, weil bei uns ist es so, dass wir weder DVD noch vernünftigen DVD-Brenner, weil der ist im Moment kaputt haben. Deshalb kann ich mir das auch nicht selber brennen. Und wenn es dann hinhaut mit Windows 7, dann könnt ihr euch freuen auf eine Menge Let's Play-Action von aller Art. Ich hoffe dann auch, dass die Renderzeiten verkürzt sind, also dass ich dann nicht mehr anderthalb Stunden, sondern vielleicht, ich sag mal, 50 Minuten rendern muss. Das wäre sehr von Vorteil. Dazu kommt halt, dass ich dann mehr Platz auf Festplatte hätte. Das heißt, ich könnte mehr am Stück aufnehmen, dann bräuchte ich nicht immer so viel Zeit investieren. Also ab und zu... oh fuck, nein, ich bin fast tot. Und das wäre halt auch schon ein Vorteil, weil einfach die Leistungsausnutzung des PCs bei Windows 7 einfach wesentlich besser ist. Weil ich meine, ich habe jetzt im Moment 6 GB RAM in meinem PC drin und wegen Windows XP werden da halt nur 3,6 benutzt und das ist halt einfach diese 2,4 GB RAM, die dann komplett verschenkt sind. Das ist einfach verschenktes Potenzial, die ich dann halt benutzen könnte. Genauso dann halt die Fähigkeit, dass bei Windows 7 man dann bei Fraps auch einstellen kann, dass er alles aufnehmen soll, also auch das Gehörte. Das kann man bei Windows XP halt nur indirekt machen über bestimmte Soundmanager, die ich auch benutze, und dann den sogenannten Stereo-Mix anschaltet. Das bedeutet, alles was man hört, kommt ins Mikro. Das Problem ist, wenn ich jetzt ein Let's Play Together machen würde mit Kumpels und dann würde ich das anschalten, dann sagen die was, aber hören das dann auch extremst laut selber
Und dabei kann man sich einfach nicht konzentrieren, das kann ich vollkommen verstehen. Und deshalb brauche ich halt unbedingt Windows 7. Und ja, das ist halt im Moment so das große Problem, dass ich das nicht hinkriege. Ich habe mir die Zeit jetzt eigentlich ganz gut mit Team Fortress 2 vertrieben, weil ich da auch meinen Spaß wieder dran gefunden habe. Ich hab jetzt Team Fortress nicht aufgenommen, obwohl es saugeile Gameplays geworden wären. Das war mir jetzt einfach noch ein bisschen zu stressig, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, bei Team Fortress ist es halt so eine Sache, dass es eigentlich flüssig läuft. Ich will es mindestens 720p haben. Ich will es aber auf jeden Fall im Fullscreen spielen. Das heißt, Level up. Das heißt, ich will jetzt nicht meine Auflösung runterstellen, weil es dann einfach für mich total scheiße aussieht. Und das will ich bei Team Fortress ausnahmsweise mal überhaupt nicht. Und das heißt halt 1080p wäre angesagt, wenn ich es im Fullscreen aufnehmen würde. Da ist es halt so, dass ich bei bestimmten Modi, wie zum Beispiel jetzt, was ich gespielt habe, Arena, wo es halt relativ wenige Leute sind, ist es sehr, sehr ertragbar. Also es ist ab und zu mal gibt es so einen kleinen Lag-Spike oder so, aber wirklich große Probleme gibt es nicht. Aber ich sehe ein großes Problem darin, weil ich hatte auch auf jeden Fall vor, verschiedene Modi, wie zum Beispiel Payload oder Capture the Flag, wo dann wirklich 16 gegen 16 gespielt wird, dann wird es halt laggen wie Hulle und da habe ich dann auch keine Alternative zu. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das lösen werde. Und diese ganze Rumdenkerei hatte ich dann auch keine Lust drauf und habe dann jetzt einfach mal normal gespielt, ohne irgendwas aufzunehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob so viele von euch jetzt darauf scharf sind, auf das Team Fortress Let's Play. Es ist halt nur so ein Nebenprojekt. Ist halt, ja, was anderes. Gut, und der lädt. Das war jetzt gerade ein kleiner Nebendungeon. Nämlich, habt ihr vielleicht ganz vorhin gesehen, ich habe es leider nicht erklärt, weil ich gerade was anderes am Reden war, gesehen, dieses kleine durchsichtige Astral-Mistvieh, das haben wir gekillt. Dann hat sich ein Portal in die Astralebene geöffnet, das gibt es ziemlich oft in diesen Dungeons. Und dann kriegt man da eine Menge Gold, eine Menge Items und so weiter. Und dann Crit Strikes hoch und dann Ice Shock hoch. Und Magic 5 Punkte hoch, dann hätten wir das. Na komm, kill ihn. Schön. Ich sehe da, ging jetzt was auf. Oh. Und es scheint mir sehr danach, dass der Ice Shock jetzt sehr, sehr stark geworden ist, nachdem ich ihm, ich glaube, wie viele Level waren es jetzt? 4? Ja, Level 4. Hoppa. Oh, und da gab es irgendwas Lilanes. Ich habe nicht lila, irgendwas Orangenes. Keine Ahnung, was es jetzt war. Ja, also der Ice Shock macht jetzt scheinbar schon One-Hit bei den Viechern hier. Ich finde ihn nicht schlecht, also ist auf jeden Fall von Vorteil, dass die Viecher sofort down gehen. Schon, was war das denn jetzt? Erstmal im Identifizieren alles. Okay. Also, das war... Wow, Tail and Hood. Auf jeden Fall anlegen schon mal. Sieht mir eigentlich ziemlich schwul aus, wenn ihr den hier mal betrachtet, diesen Helm. Aber das ist nicht mein Problem. Ich muss ihn ja nicht die ganze Zeit anschauen. Oder tragen. Von daher... Na, den ganzen Scheiß hier kann man ja jetzt erstmal... Ja, I'm overburdened. Super. Dann das Pad mal Go-Go Demopan. Ab in die Stadt mit dir. Und ich meine, Pots, also Potions, Tränke können wir jetzt eigentlich auch spammen, wie wir lustig sind, weil... schauen wir unten links, wir haben jetzt 46 Heal-Pots, wir haben 23 Mana-Pots, das ist eine ganze Menge. Und der blockt gerade eine Menge. Krass. Na gut, aber die Eiskugel scheint halt nicht ganz so gut blocken zu können. Das hat wieder ein bisschen Fame gegeben, sehr schön. Und ich hebe sowieso, auch wenn es weiße Items sind, hebe ich dem auf, weil es ist ganz einfach so, ich habe... Oh. Pet Returns. Ich habe aus sehr vielen Spielen gelernt, zum Beispiel von Borderlands, von Titan Quest, auch von Torchlight selber, dass man
in meisten dieser RPGs sich so denkt, mein Inventar ist so klein, da nehme ich halt nur die Items, die ich auch wirklich brauche, die viel Gold geben, also so magische Items halt. Ja, das Problem ist ganz einfach, wenn man die liegen lässt, dann hat man so viel Gold verschwendet, weil man die Items, die man dann wirklich für, ich sag mal jetzt 300 verkaufen kann, einfach liegen lässt, obwohl man die ganz einfach mitnehmen könnte. Weil es ist halt schon nicht schlecht, finde ich, die ganze Zeit die weißen Items mitzunehmen, weil ist es ja auch nicht ohne, wenn du so viele Items hast. Vor allem jetzt hast du ja die Möglichkeit, bei Torchlight das Pet sogar noch in die Stadt zu schicken. Und finde ich, ist ganz einfach, da kann man eigentlich auch so diesen Spruch, wie ging das nochmal, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das trifft auf jeden Fall zu, weil mir ist ganz einfach aufgefallen, bei Torchlight hat man halt diesen Gamble-Shop, also man hat diesen Troll, wo man halt Glücksspiel machen kann, wo man zufällige Items kriegen kann. Bei Titan Quest hat man bei manchen Händlern extrem geile Items gekriegt, für sehr, sehr viel Geld. Und wenn man halt nur diese magischen Items mitgenommen hat und nicht die weißen, dann hat man halt meistens das Geld nicht dazu gehabt, aber wenn man es halt getan hat, dann hat man immer genug Geld parat gehabt für das geilste Equip und dann ging es auch allgemein schneller. Klar, man kann halt sagen, es ist ein bisschen zeitaufwendig, zum Beispiel bei Titan Quest immer in die Stadt, alle Items verkaufen, wieder zurück und wieder da lang und dann wieder aufheben und wieder zurück in die Stadt. Aber im Endeffekt lohnt es sich schon, weil man dann schon ziemlich viel stärker ist, als man eigentlich ist, wenn man jetzt diese ganzen Items nicht aufheben würde. Ich auf jeden Fall war bisher nicht so der Elder Scrolls Fan. Oh, das war eine Falle. Oh, es war Glück, dass mich da keiner getroffen hat. Was ist das? Ein Construct. Hässliches Mistvieh. Und da ist noch eine Kiste. Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte. Genau, ich war eigentlich noch nie so der Elder Scrolls Fan. Viele sind ja so Oblivion-Fanatiker oder so. Oder sagen, Morrowind ist das beste Game überhaupt. Aber ich persönlich war nie so angetan. Aber ich persönlich muss jetzt echt sagen, ich freue mich sowas von krass auf Skyrim. Also The Elder Scrolls 5 ist Skyrim. Das Spiel wird absolut genial. Also ich meine, ich habe mir den Trailer angeschaut und war erstmal überwältigt, weil Grafik top, Gameplay top, Weltdesign top und das alles halt wirklich von Bethesda. Bethesda sind die Macher von der Elder Scrolls Reihe, sind die Macher von Fallout und von denen kann man wirklich sehr viel erwarten, weil die halt bisher echt nur Qualitätsspiele rausgebracht haben. So ähnlich wie bei Blizzard. Und jo. Ich denke, ich mache jetzt noch eben diesen Raum hier zu Ende und mache dann direkt einen neuen Teil. Weil wir haben jetzt noch 2 Minuten in etwa. Komm, spam ich mal ein bisschen. Mana-Pot rein. Oh, hopp, hopp, oh. Weg mit dir. In Ordnung. So, das war dann der Raum hier. Und ich habe hier gerade noch so einen Schrein gesehen, Shrine of Enchantment. Und hier könnte man sich dann etwas verzaubern lassen. Ich glaube, ich nehme diesen Talon Hood, Talon Mantle. Ich denke aber, ich weiß nicht. Die Schultern, den Hut oder die Handschuhe, wen davon ich verzaubern sollte. Ach, ich habe eine Idee. Das mache ich nämlich im nächsten Teil, aber den werde ich ja direkt aufnehmen. Von daher keine Verzögerung bei mir, eine Menge Verzögerung bei euch. Von daher, Leute, haut rein und seht euch die Idee im nächsten Teil an. Ciao.